Welcome and thanks for watching. Meine Präsentation ist eine Kollaboration mit meinem Neffen Laurin. Laurin ist 6 Jahre alt und versteht noch kein Englisch. Ich möchte aber mit ihm besprechen, was ich hier sage. Deswegen spreche ich Deutsch mit englischen Untertiteln. Der Titel meines PhD in Art Projekts ist Staging the White Elephant That Remains Overlooked. Also übersetzt in etwa, ich baue eine Bühne für den unsichtbaren weißen Elefanten. Ich arbeite vor allem zusammen mit Kindern und Jugendlichen, häufig an Schulen. Was ich ganz gut kann, ist zuhören. Und Situationen schaffen, in denen sich die Beteiligten trauen, gemeinsam zu fabulieren und damit Welt zu gestalten. Dabei passieren oft besondere Begegnungen. Und gemeinsam werden Dinge geschaffen, die mich so berühren, dass ich mir wünsche, sie auch mit der Welt außerhalb teilen zu können. Das ist aber schwierig. Wie können Erfahrungen, die oft unsichtbar, ungreifbar und unvorhersehbar sind, wie der sprichwörtliche unsichtbare Elefant, wie können diese Erfahrungen nachvollziehbar gemacht werden, ohne dabei den dafür notwendigen Boden eines liebevollen, vertrauensvollen und sicheren Ortes zu gefährden? Die wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Bezüge, innerhalb derer ich Anschlussmöglichkeiten für meine Überlegungen finde, sind weniger die naheliegenden Kontexte von partizipativer Kunst, socially engaged Art oder Pädagogik. Mehr Verwandtschaft finde ich in Fragestellungen der Wissenschaftstheorie und Forschung. Wie finden wir Sprache für Erfahrung? Wie verstehen wir? Wie erklären wir was wem? Wer ist überhaupt wir? Wer spricht zu wem und wer meint, Recht zu haben? AutorInnen wie der Insektenforscher Jean-Henri Fabre, die Begründerin der US-amerikanischen Ökologiebewegung Rachel Carson oder Donna Haraway helfen mir, Blickwinkel, Arbeitsweisen und Fragestellungen zu reflektieren, auch wenn meine Praxis wohl kaum eine naturwissenschaftliche ist. In ihrer Einleitung zu Unruhig bleiben schreibt Haraway: Wir alle auf Terra leben in unruhigen Zeiten, in aufgewirbelten Zeiten, in trüben und verstörenden Zeiten. Die Aufgabe besteht nun darin, reagieren zu können, und zwar gemeinsam und in unserer je unbescheidenen Art. Aufgewirbelte Zeiten quellen über vor Schmerz und Freude, vor sehr ungerechten Mustern von Schmerz und Freude, vor sinnlosem Abtöten des Weiterbestehens, aber auch vor unerlässlicher Wiederbelebung. Die Aufgabe besteht darin, sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt zu machen und eine Praxis des Lernens zu entwickeln, die es uns ermöglicht, in einer dichten Gegenwart und miteinander gut zu leben und zu sterben. Das ist doch kein schlechtes Motto. Zu Beginn dieses PhD-Programms habe ich mich sehr auf Filmprojekte mit Schulklassen konzentriert. Das wichtigste Ziel dieser Projekte war, trotz meiner Rolle als Projektleiterin, trotz pädagogischer Aspekte, trotz institutioneller Anbindung, eine freie, kollektive Autorinnenschaft. Es gab kein Drehbuch, sondern es sollten alle zumindest die Möglichkeit haben, so mitzumachen und sich einzubringen, wie es ihnen entsprach. Die Filme, die dabei entstanden sind, wurden somit so etwas wie Spuren einer ganz bestimmten Situation, einer einzigartigen Begegnung von einer bestimmten Gruppe Menschen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Aber für Personen, die nicht dabei waren, erschließt sich das nur zum Teil. Ich wollte verstehen, was wir da gemacht haben, was davon meine Arbeit und was damit auch meine Verantwortung ist, was, warum, wie passiert ist, wen das alles etwas angeht und wer was davon hat oder haben könnte. Das war schrecklich kompliziert. Ich habe versucht, all die unterschiedlichen Fäden aufzunehmen und viel geschrieben, womit ich mich und mir meine Arbeit mehr oder weniger gut erklären konnte. Jetzt zum Projekt mit meinem Neffen Laurin. Anstatt mit insgesamt 130 SchülerInnen und diversen Künstlerinnen und Musikerinnen, habe ich im letzten Jahr vor allem mit Laurin gearbeitet. Das ist unkomplizierter. Wir sind nur zwei und ich habe Laurin sehr lieb. Dass ich ihn so gern habe, wäre in der klassischen Wissenschaft ein Problem. Ich wäre befangen. In der künstlerischen Forschung darf ich das. Ich sehe es sogar als meine spezielle Superkraft, dass Laurin und ich uns so nah sind,
schafft den Boden dafür, dass wir so zusammenarbeiten können, wie wir es tun. Laurin lebt in Bayern, also nicht nur in Zeiten von Corona sehen wir uns leider nicht so oft. Aber wir sprechen über Videocalls. So haben wir im letzten Jahr schon ein ganzes Buch geschrieben. Ismia, der unbesiegbare Drache. Gemeinsam haben wir uns über das Geschichtenerfinden eine Welt erschaffen, in der wir uns auch dann nahe sein können, wenn wir eigentlich ziemlich weit auseinander sind. Ich nehme an, dass auf vielen Kinderbüchern, vielleicht auch auf so mancher Erwachsenenliteratur, die Angaben von jungen Co-Autorinnen wie Laurin fehlen. Worum es mir nun geht, ist aber nicht nur, schöne neue Geschichten in die Welt zu bringen und die Urheberschaft korrekt anzugeben, sondern auch zu versuchen, etwas von dem Raum, den Laurin und ich während unserer Skype-Sessions gemeinsam erobern, auch für Unbeteiligte zugänglich zu machen und reflektieren zu können. Beim letzten internen Kolloquium habe ich einen Original-Skype-Mitschnitt eingespielt. Daraufhin habe ich recht positives Feedback bekommen, weil relativ klar sichtbar wurde, wie ich mit Kindern, hier mit Laurin, arbeite, welche Beziehung wir haben, wie wir miteinander sprechen, wie die Dinge entstanden sind. Aber ich möchte so einen intimen Moment nicht veröffentlichen und Laurin und mich darin exponieren. Also enthält diese öffentliche Präsentation nun nur das gestaltete Produkt, so wie Laurin und ich es freigeben möchten. Oder in Laurins Worten, wie es die ganze Welt hören soll. Ein Hörspiel über den Bär aus dem Dschungelmeer. Ich hoffe, dieses Hörspiel macht erfahrbar, wohin Laurin und ich uns gegenseitig getragen haben. Wo wir uns treffen, herumhängen und nahe sein können. Ein Stück Welt, das uns niemand mehr wegnehmen kann. Niemals. Das wir aber teilen können. Wenn es sich unheimlich anhört, heißt das nicht, dass wir nicht eine Menge Spaß dabei hatten, uns diesen unheimlichen Moment auszudenken. Aber wir wollten, dass dieser Moment unheimlich ist, nicht lustig. Ich habe Laurins Text eingesprochen und die Klangebene großteils erzeugt. Aber das Endprodukt ist nicht mehr in Laurins Anteil und Verenas Anteil zu teilen. Es ist unser Ort. An dieser Stelle ein kurzer Kommentar von Laurin zu unserem Hörstück. Ich würde da sagen, da geht es um einen Bär, der in einem Wald lebt, wo die Meere laufen können. Und seine Freunde wohnen hauptsächlich unter Wasser. Also ich habe dieses Hörspiel mit meiner Tante über Skype gemacht. Ich habe eine Idee, wer noch ein wichtiges Mitglied der Geschichte werden könnte. Aha, und? Die Maulwurfzwerge könnten sich von Geschichte zu Geschichte graben. Das ist ja super. Das ist eine gute Idee. Danke fürs Zuhören, thanks for listening und viel Spaß mit dem Dschungelmeer.